Unsere Simulationsumgebung bildet sozusagen virtuell das ab, was in der Realität passiert. Mein Name ist Steffen Sauer. Ich bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer Institut in Magdeburg und ich forsche im Bereich der Montageprüfung. Bei Montage, da denken viele Menschen immer an Roboter, die etwas zusammenbauen. Aber in Deutschland wird erstaunlich viel auch noch per Hand montiert. Und unsere Aufgabe ist es herauszufinden, ob die Dinge, die per Hand montiert wurden, auch wirklich korrekt zusammengesetzt wurden. Als Beispiel habe ich hier einen Motor aus einem Flugzeug. Ein sehr komplexes Bauteil, das manuell montiert wird. Die Mitarbeiter haben ja hunderte Teile, die sie zusammensetzen müssen. Und unsere Aufgabe ist es, am Ende herauszufinden, ob sie das richtig gemacht haben oder auch nicht. Die Inspektion an sich ist eine sehr komplexe Aufgabe. Und eine Teilaufgabe davon ist es, herauszufinden, wo sich eine Kamera oder ein 3D-Sensor befinden muss, um das Teil gut aufnehmen zu können. Und ich bestimme geeignete Sensorpositionen mit Simulationen im Vorfeld bereits vor der Prüfung. Dort versuche ich mit Simulationsmethoden herauszufinden, was gute und sehr gute Messpositionen für Kameras oder 3D-Sensoren sind. Die Simulation bietet viele Vorteile. Insbesondere können wir da schon am Rechner Kamerapositionen, 3D-Sensorpositionen einnehmen, die wir in der Wirklichkeit noch gar nicht einnehmen können. Beispielsweise, weil das Bauteil noch gar nicht fertig ist oder weil die Laboraufbauten zu viel Zeit benötigen. Wie Kameras und 3D-Sensoren funktionieren, das lässt sich mathematisch modellieren. Und dieses Modell haben wir in eine Simulationsumgebung übertragen, um virtuell Bilder zu erzeugen oder auch virtuell 3D-Daten zu erzeugen. Unsere Simulationsumgebung bildet sozusagen virtuell das ab, was in der Realität passiert. Das kann man sich im Prinzip so vorstellen, dass wir unser Modell, was ich hier in Realität habe, in unsere Simulationsumgebung überführen. Das sind im Prinzip die CAD-Daten, die aus der Konstruktionsabteilung kommen. Dazu nehme ich eine virtuelle Kamera, so wie ich sie hier die reale Kamera habe, und kann herausfinden, wenn ich die Kamera virtuell drehe, was würde die Kamera sehen, wenn sie an dieser Position wäre. Das hat den Vorteil, dass wir solche Experimente auch schon virtuell durchführen können und nicht erst einen komplizierten Experimentieraufbau herstellen müssen. Die Montageprüfung wird schon sehr viel eingesetzt. Spannend wird es allerdings dann, wenn die Bauteile, die inspiziert werden sollen, eine sehr hohe Varianz aufweisen. Dann ist die Planung der Prüfung sehr aufwendig, denn sie steht oft nicht im Verhältnis zu der eigentlichen Durchführung. Das heißt übersetzt, wenn Teile sehr variantenreich sind, muss ich im Prinzip für jedes einzelne Teil einen Prüfplan entwickeln. Wirtschaftlicher ist es dann, die Prüfplanung automatisiert durchzuführen. Das heißt, es wird automatisch berechnet, wie das Teil inspiziert werden muss. Für Unternehmen ist das eine interessante Lösung, denn sie können damit sehr flexibel auf Produktänderungen reagieren oder sie können damit auch Montageprüfungen durchführen, wenn sie sehr variantenreiche Produkte herstellen. Und wie das Ganze praktisch aussieht, das können wir uns jetzt in der Simulationsumgebung mal anschauen. Hier sehen wir unsere Simulationsumgebung und den Motor. Dort habe ich zusätzlich einen sogenannten Lichtschnittsensor. Dieser projiziert auf dem Motor eine Laserlinie und wird genutzt, um 3D-Daten zu erzeugen. Diesen kann ich hier frei auf dem Objekt bewegen und kann so bewerten, was gute Messpositionen sind und welche weniger gut geeignet sind, um beispielsweise hier die Muttern zu inspizieren. Ja, zum Prüfen dieser beiden Schrauben scheint dies hier eine geeignete Position zu sein für unseren 3D-Sensor. Und wie das in echt aussieht, das gucken wir uns jetzt mal im Technikum an. Die Positionen aus der Simulation haben wir an einen Roboter übertragen und wie die Montageprüfung am Motor aussieht, sehen wir jetzt in echt.
Und mit dieser Methode können Unternehmen auch wirtschaftlich kleinere Losgrößen prüfen und Montagefehler erkennen und die Qualität somit steigern.